Hallo, ihr Quirlinge, es geht weiter mit Fuchsilein. Wir nennen ihn ab jetzt Frederik, dachte ich mir mal so. Und wir sind in Kapitel 4. Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe das noch nie gespielt. Und ich habe mir aber rausgesucht, dass es im Kapitel 4 insgesamt 7 Schamanöse zu finden gibt. Mhm. Naja. Wir haben eine neue Landschaft. Oh, was? Ja? Ich habe die Stirn schon gesehen. Muss ich da hin? Hm. Schönes Gras. Also die Landschaften sind sehr, 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 sehr abwechslungsreich. Das gefällt mir gut. Keine Enge mehr von diesen komischen Geysiren und diesen Canyons. Aber ich fürchte, wir werden es hier mit anderen Rätseln zu tun bekommen. Hallo? Und ja, es ist so, wenn man das Kapitel wechselt oder lädt, dann vergisst er diese Farbe im Fell, das Licht im Fell. Ganz hinten muss auch warten. Der weiße Teil des Schwanzes, der ist wie eine Glühbirne jetzt. Und auch der Bauch leuchtet nach unten. Ah, schick. Naja, bisher sollen wir hier wohl wieder ein bisschen Strecke machen. Ich nehme an, dass dieses Kapitel sehr groß ist, aber vielleicht brauche ich ja doch nicht ganz so lange wie im letzten Kapitel, wo ich ein paar Mal mächtig auf dem Schlauch stand. Wir müssen aber nicht bis zum Vulkan laufen, oder? Das Dumme ist, man kann hier natürlich in jeder Ecke irgendeinen Schamanen verstecken. Also hier zum... naja, hier, genau. So. Ich kläff die Blumen immer an, auch wenn ich schon Farbe im Fell habe. Weil ich gelesen habe, dass man irgendwie für alle Blumen ankläffen eine Errungenschaft kriegt. Und ich weiß zwar nicht, ob ich schon alle habe. Aber ich tue mein Bestes. Haben wir hier oben was Offensichtliches? Also wenn hier irgendwo so ein Stab im Gras liegt. Boah. Es gibt hier 7 Schamanen in dem Level. Da ist die nächste Blume. Wird auch angekläfft. Wir genießen die Weite der Landschaft. Denn viel mehr gibt es gerade nicht zu tun. Ist aber schön gebaut, muss man sagen. Hier ist garantiert irgendwas Schönes. Komm mal her, wir nehmen die Treppe. Weff, weff, weff. Nee, hier ist gar nichts. Aber hier, Moment mal. Kann ich dieses komische Gekröse jetzt mit dem Spirit Bark wegballern? Kann ich. Aha. Es kann übrigens sein, was wir im zweiten Kapitel gesehen haben, was ich damals als Vulkanausbruch gedeutet habe, dass das vielleicht diese komische Pest gewesen sein könnte, weil die ist ja auch rot und rote Punkte und so in der Luft. Und Fuchsilein, also der Geisterfuchs, hat ja ein Mittel gegen diese komische Pestilenz. Dann ist das wahrscheinlich eher das, also der Geisterfuchs ging schlafen, aus welchen Gründen auch immer, im Berg. Und das hat dafür gesorgt, dass ich den nächsten Stab finde.
Und das hat dafür gesorgt, dass diese Pestilenz sich ausbreiten kann. So deute ich es gerade. Jetzt haben wir hier als Begleiter von Geisterfuchs, Frederik, der Geisterbeschwörer, haben wir eine Möglichkeit, auch diese roten Felsen zu neutralisieren. Diese roten Pusteln. Tja, ich habe den Stab gefunden, aber wo ist wohl der zugehörige Leichnam? Wir sehen es ja ein bisschen daran, dass der Stab dann anfängt zu leuchten, wenn da was in die Nähe kommt. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich den Stab ablegen. Na, ich traue mich mal. Da ist er. Der Schamane Nummer 9, glaube ich. Hier bin ich. Dreh dich mal um. Andersrum. Ach. Du bist ja ein Schnellmerker. Das ist Nummer 9, Schamane Nummer 9. Ist das so? Ja. Übrigens, wenn die oben die Männchen in Reihe stehen und die Wellen unten in Reihe auch ausgegraut werden, dann heißt das, dass ich keinen übersehen habe. Denn jeder Schamane hat in diesem Raster, dieser Matrix unten rechts, die wir gerade gesehen haben, seinen ganz speziellen Platz. Und wenn ich jetzt den übersehen hätte und hätte jetzt den übernächsten dann aktiviert, dann wäre zwischendrin eine Lücke entstanden. Und so können wir immer sicher sein, dass in die Richtung da jetzt keiner mehr ist. Das finde ich sehr hilfreich. Aber was glaubt ihr, was ich für ein Theater mache, wenn ich dann irgendwann so eine Lücke drin habe? Das wollt ihr euch nicht anhören. Ist das hier alles Schatten vom Berg? Ja, also eine Sonne scheint es in dem Sinne auch nicht zu geben. Aber auch die Wolken scheinen keinen Schatten zu verursachen, oder? Wieso wächst der Schatten jetzt? Ach, der wird erst geladen. Ich glaube, der ist außer der Lade-Range. Ja, was müssen wir tun? Geht's hier oben weiter? Nö. Also die nächsten Kleffblumen. Soweit so gut. Also Rätsel gab es bisher keine. Das letzte Kapitel war ja schon so ein bisschen rätselig. So leicht war das nicht. Das hatte schon vom Schwierigkeitsgrad her das Niveau von Xing, The Land Beyond, einem Rätselspiel. Das hier wird ja nicht als Rätselspiel unbedingt verkauft, sondern eher so als Abenteuer, Gelegenheitsspiel, atmosphärisches Spiel. Irgend sowas. Und das ist auch durchaus gerechtfertigt. Soweit so ein paar Rätsel sind auch nicht schlecht. Guckt mal. Das wird doch was bedeuten, oder? Ja, hier ist der nächste. Okay. Da ist ein Schamanöser. Jetzt muss ich nur den Stab finden. Die Frage ist ja, ob man den falschen Stab bringen kann überhaupt. Also sind die Stäbe jetzt auch einzeln zugeordnet? Ah, hier. Einzeln zugeordnet. Wahrscheinlich nicht. Naja, hier oben ist der nächste jedenfalls. Das müsste dann Nummer 10 sein. Und wenn jetzt eine Lücke auftauchen sollte, wüsste ich nicht, woher sie käme. Aber es wäre auch nicht so schlimm, weil ich kann ja überall hin zurück. Komm, werd wach. Lang genug geschlafen. Und löst dich auf. Und das ist dann Nummer 10 gewesen, jawohl. Nichts übersehen soweit.
Jetzt wird es ein bisschen schmaler hier. Das war mal ein Stargate, aber außer Betrieb. Eine Straße unter uns? Der ist nur so ein Geröllweg. Man traut sich gar nicht, was zu kommentieren hier bei dieser Stimmung. Noch ein Stargate. Ja, der Witz ist ausgekaut, ich weiß. Noch ein, ja, ist ja gut. Was ist denn hier? Das sieht vielleicht blutig aus. Gibt's hier Schattenläufer oder was? Oh. Irgendwie hatte ich so die Intuition, hier mal rumzulaufen. Diese Blumen sind aber besonders aufgeladen, oder was? Also hier kommt keine Blüte. Was ist hier? Die lässt sich ja gar nicht stören, die Blüte. Mhm. Oh, da ist genau wieder so eine Pestpustel. Und zwar eine ganz heftige. Doch ein Stargate. Ich hab's doch genau gewusst. Space. Wie ist da wirklich so... Will ich das? Das scheint mir jetzt wirklich eine Reise ohne Wiederkehr zu sein. Ja, okay, da habe ich jetzt erst die Kamera ausgelöst. Ich scheine da durchhüpfen zu müssen. Ich konnte ja nichts anderes machen. Jetzt muss ich nur sicherstellen, dass die Kamera wieder mir gehört. Danke. Jetzt muss ich nur sicherstellen, dass hier nicht noch irgendwo ein Schamanöser liegt. Also hier vorne schließe ich aus, dass da irgend noch was gewesen ist, so links und rechts. Das hätten wir, glaube ich, gesehen. Ja, ich kann zur Not das Kapitel neu spielen. Man kann jedes Kapitel neu spielen, in dem man schon mal gewesen ist. Und hier war auch keiner. Ich hätte ja sowohl die Leiche als auch den Stab übersehen müssen jetzt. Ich glaube, das ist nur dafür da, damit man sich hier aufladen kann. Vielleicht überlebt man dieses... Pestportal ja gar nicht, wenn man nicht aufgeladen ist. Das kann sein, dass der normale Fuchs ohne irgendwas, dass der da gleich wieder schlapp macht. Also müssen wir wohl rein. Upsala. Ja. Reise ohne Wiederkehr. Wieso sind wir jetzt... Ach, nee, ich komm zurück. Aha. Das ist irgendeine komische Realität. Damit zieht sich dieser Strudel zurück. Okay, dann hole ich mir aber nochmal Kraft, wenn das geht. Geht das jetzt? Ach so, das geht sogar ohne Kläffen. Oh ja. Muss man da hoch? Muss ich hier irgendwo eine Klettertour hinlegen? Ich komme nämlich hier hoch. Sieht ein bisschen, naja, aus. Wobei hier tue ich mich jetzt schwer, weiter voranzukommen.
Ich springe gegen eine Wand hier. Da ist, glaube ich, nichts. Aber es wäre gemein, wenn auf so einem Felsen oben was wäre. Allerdings, wir kommen ja immer noch zurück. Und der Pesthöhle war ja auch kein Schamanöser. Was ist dieses Rote? Hat das was mit dem Pesthauch zu tun? Ach, guck mal, das ist die Stadt, die wir im Kapitel 2 auf dieser Wandmalerei gesehen haben. Das war genau diese Stadt. Und da hat sich sowas Rotes niedergesenkt. Das ist genau diese Schliere. Diese Schliere ist also kein Vulkan, das ist irgendwie was Böses. Das hängt mit diesen Pestpusteln zusammen. Die hier überall sind. Wow! Ja, dagegen kann ich aber nicht viel tun, gegen diese Menge an Ausfall. Da ist eine Blüte. Aha. Da ist ein Pestportal. Oh, guck mal, Fuchsi hier. Die Schweinehunde. Beide Köpfe, das kann doch kein Zufall gewesen sein. Lehnt hier irgendwo eine Leiche am Gemäuer? Nee. Jetzt bin ich oberhalb des Tunnels. Jetzt bin ich ganz oben. Kann ich hier hoch? Nee, hier geht's nicht weiter. Gut. Tja, hier ist wohl niemand, den man erlösen kann, erstaunlicherweise. Obwohl es hier so viele im Kapitel gibt. 7 Stück, 2 haben wir erst gefunden. Es gibt auch keinen Schlupf, die Mauer ist zwar kaputt, aber irgendwie scheine ich nur... Ja, hier wäre nochmal eine Blüte. Irgendwie kann ich dann wohl nur hier durch. Durch dieses Portal. Also, da oben nichts entdeckt, außer zweimal Blüten. Und hier komme ich nicht weiter. Muss ich diesen komischen Strom, diesen Zustrom von rotem Zeug von oben beenden? Wenn ja, wie? Ah, hier rein zu hüpfen ist bestimmt nicht das Rätselslösung? Glaube ich nicht. Nein. Boah, ist das eklig hier. Immerhin musst du nicht mehr niesen, Frederik. Groß, wow, das hört ja gar nicht auf. Na gut, ist auch eine Stadt. Vielleicht gibt es ja einen Hintereingang. Das hier sieht aus, als wäre es nochmal ein Zugang. Nee. Irgendwie nicht. Dann müssen wir hier wohl mal... Ah, guck mal, hier das erkunden.
Ah, hier ist ein Stab. Und da ist die zugehörige Leiche. Wie komme ich da rein? Ich muss den Stab nicht aufheben, wenn ich nicht weiß, wie ich da reinkomme. Oder muss man jetzt einfach mal auf Verdacht hier den Geisterbark machen? Geht das? Ich verliere dann meine Aufladung. Aber mit dem Geschöpf passiert nichts. Das muss durch die roten Pusteln geben. Da kann man was dagegen tun. Mit anderen Worten, wir müssen irgendeine Fähigkeit erlernen, wie wir dieses Dornengestrüpp aufmachen. Dann können wir in die Stadt rein und können hier diese Gruft aufmachen. Und vorher muss ich den davorliegenden Stab auch gar nicht ins Maul nehmen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zum Tor. Und erkunden mal die linke Seite. Wir haben noch eine oder zwei Fähigkeiten nicht erlernt, glaube ich. Ich glaube F. Okay, wir kommen woher? Wo ist sie? Da drin? Ja, wahrscheinlich. Also wir kommen von da hinten her. Hier waren wir gerade an den Blumen dran. Da oben sind die enthaupteten Füchse, genau. Hier in diesem Ding scheint was Wichtiges stattzufinden. Da ist wieder so eine Dornenwand. Ja, danke auch. Oh ne, ich nicht runterhüpfen. Hier kommen wir dann wieder raus, oder was? Naja, wir müssen runter. Tür ist zu. Was ist da unten? Da ist Wasser. Alles gut. Kurzer Check, da hinten ist nichts. Oder? Da geht's ja auch weiter. Ah, es kann sein, dass wieder das Wasser steigt, wenn ich was tue und dann komme ich da weiter. Ja, so wird das wohl sein. Ah ja, das ist wieder dieser Stein, wo ich was Neues lerne. Jetzt habe ich das ja begriffen, wie das geht. Rechts ist was zum Aufladen, links ist was zum Aufladen und da ist eine Blüte. So weit, so gut. Gibt es hier einen Schamanen? Nee. Mach mal hier dein Ding. Nein. Du machst erstmal gar nichts. Du brauchst den anderen dafür auch noch. Den Gegenstein. Den können wir auch noch aufladen. Hallo? Und dann wird wohl was passieren. Hüpf. Da komme ich gar nicht hin. Doch, hier kommt. Oh, komme ich einfach so hoch. Nein. So. Aha. Jetzt kann ich am mittleren Stein wieder was lernen. Schüttel dich, genau. Spirit Form. Ah, Geisterform. Das ist das, was wir im Portal auch gemacht haben, wahrscheinlich, oder? Ich nehme an, in Geisterform kann ich
durch... Ah ja, guck mal. Fuchsileins Körper bleibt zusammengerollt da unter uns liegen. Was dafür spricht, dass wir die Dornenranken vielleicht von innen irgendwie aufmachen müssen. Weil wir kommen mit dem Stab ja nicht in Geisterform durch die Tür, weil dazu brauchen wir einen Körper, der den Stab trägt. Würde ich mal vermuten. So, hier drin ist nichts mehr zu machen. Hallo? Ist die Treppe zu steil? Tja. Was war jetzt? Ich dachte, hier steigt das Wasser. Das war doch immer so. Scheiße. Ach so, vielleicht kann man ja in der Geistergestalt irgendwie diese Höhen so überwinden, wie die Füchse das auch konnte. Also, ja. Ah ja, wir können auf dem Wasser laufen. Aha. Dann können wir hier was aktivieren. Was? Ey, ich war noch nicht fertig. Offenbar dauert das nicht so lange, diese Geistergestalt. Die ist nur temporär. Written in Stone, Errungenschaft. Ach, jetzt fährt er da hoch. Was ist, wenn ich woanders den Körper abgelegt hätte, hä? Dann hätte mir das alles nichts geholfen. Jetzt bitte bloß nicht daneben hüpfen. Komm hier. Jetzt müssen wir uns das mal von an der anderen Seite aus anschauen, richtig? Weil da ist ein Stein. Nein. Mach den an. Der macht immerhin die Tür wieder auf. Aha. Mehr gab's da drin nicht. Ich bin immer noch der Ansicht, dass man in Geistergestalt jetzt nicht mit irgendwelchen Stäben interagieren kann. Das könnten wir ja mal testen. Wir haben ja da hinten einen Stab liegen. Und wir können einfach mal gucken, ob wir in Geistergestalt diesen Stab aufnehmen können. Mein Tipp ist, nein, können wir nicht. Wenn wir es doch können, dann wäre das sehr wichtig zu wissen. Samia japst. Ach so, wir sollten... Na komm, wir machen das anders. Ich wollte ohnehin noch diese andere Wand da erkunden. Also den anderen Weg hier. Ach, das können wir auch... Ah, guck mal. Schön. Nutzt aber erstmal nichts. Richtig, richtig. Haben wir hier linker Hand noch irgendwelche ganz einfachen Schamanen? Oder sind die alle in der Stadt, wie ich vermute? Wir haben aber auch nichts gefunden, was jetzt irgendwie diese Dornen wegmacht. Was auch nicht das, was ich erwartet hatte. Ja, geht's nicht weiter? Gut. Also, linke Felswand ist wohl nichts. Hier geht's auch nicht durch.
Und das hier ist doch schon die Gruft mit dem Stab da oben. So, jetzt testen wir mal, ob wir in Geistergestalt den Stab nehmen können. Nummer 1. So. Jetzt gehen wir hier hin. Ja. Nein, das geht erfahrungsgemäß nicht oder erwartungsgemäß nicht. Ah. Man kann das nur eine gewisse Zeit machen. Also ich kann nicht ewig Geistergestalt rumlaufen. Aber es hat gerade noch gereicht, um das Ding da drin zu aktivieren, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Dann ist hier wahrscheinlich der wievielte Schamane? Der 11. Vielleicht. Mal gucken. Nee, so nicht. Macht der Stab ihn noch kaputt? Dann kann der ja nicht erlöst werden. Guck mal. So nah hat ihn manch anderer deiner Gefährten nicht hingelegt bekommen. Jetzt bin ich gespannt auf deine Nummer. Bist du der 11. oder bist du ein anderer? Du bist Numero... Nummer 11. Ja, fehlt keiner. Das war der nächste. Jetzt haben wir hier diese Kammer offen, aber das führt auch erstmal zu nichts. Jetzt müssen wir mit den neu gewonnenen Erkenntnissen und Fähigkeiten hier oben durch das Fuchstor. Denn einen anderen Weg haben wir ja nicht. Wie der Körper des Fuchses da reinkommen soll, ist mir aber noch nicht klar. Aber vermutlich ist da auch hinter dem Tor irgendwas, was man aktivieren kann. Wo ging's? Ah ne, das war noch weiter. Das ist groß, das ist hier vorne erst. So. Sehe ich schon irgendwas? Geradeaus ist so eine Pestpustel. Vielleicht muss ich die ja wegballern. Das probiere ich mal. Ah, die Pestpustel macht dann die Donnen weg. So, hier gab es irgendwo noch Blumen. Hier. Und jetzt erwarten uns hier drin dann noch 4 Schamanen. Bevor das Kapitel zu Ende ist. Jetzt war es aber echt düster. Wer waren die Pusteln? Was war die Menschenstadt hier? Die sind irgendeinem Pest-Fallout niedergegangen. Ein Kreis? Da sind Blüten, aha. Hier ist eine Treppe, die führt wohin? Nur hier hoch? Ich kann darüber springen vielleicht. Du kannst ja doch weiter springen, als ich dir das immer zutraue. Naja, hochspringen ist aber trotzdem problematisch. Aha.
Ah, du bist jetzt offen. Bleibst du jetzt auch offen? Nein. Ja, ich habe verstanden, du schließt wieder ab. Okay, das kann ich noch nicht lösen. Habe ich noch keine Idee. Ja, ich kann den Fuchskörper drauf liegen lassen, aber dann kann ich ja nur in Geistform durch. Und die Geistform, bis ich da oben bin, ist sie ja schon fast wieder weg. Was ist hier unten? Hier ist gar nichts. Aha. Hier ist auch nichts. Hier? Geisterfuchsine, wir bräuchten dich doch mal. Oder wir kläffen jetzt dieses rote Portal da rechts oder jetzt links an. Das ist einfach Räume. Das ist ein anderer Raum als der hier. Aber beide sind leer. Hier ist noch einer vielleicht? Nee, ist nicht. Also hier kann man nicht dran vorbeischleichen. Nee. Moment. E. Ach hier, das ist wieder so ein Stein. Muss ich dich erst wegbellen? Das sorgt hier für gar nichts. Offenbar müssen wir durch die Tür. Durch die Steintür. Und ich habe absolut keine bessere Idee, als das mit der Geistergestalt zu machen. Aber wie komme ich überhaupt da oben hin? Achso, ich bin mit der Geistergestalt ein bisschen mobiler. Wobei, hier ist ja auch eine Treppe. Ist ja ganz einfach. Ich gehe einfach hier hoch. Und schlüpfe als Geist da durch und muss dann da hinten irgendwas aktivieren. Wir lassen sie erstmal aufgehen, sicher ist sicher. Jetzt ist sie offen. Wenn ich jetzt Geistergestalt mache. So. Dann bleibt das Tor offen. Ah. Damit erlischt dieser Stein und den kann ich dann aufladen mit was Gutem. Und dann wird... Ja, da oben ist wohl nichts gewesen. Und dann wird auch das andere Tor aufgehen oder irgendwie diese Plakette sich ändern. Wir kommen tiefer hinein. Komm, nimm. So. Lange kein Schaman mehr gefunden. Willst du irgendwas bedeuten? Wohl nicht. Sie ist gerade da durchgehuscht. Ach nee, sie geht darum. Die macht Krach, hört ihr das? Die jault in irgendwelchen Grüften und Ruinen. Aber hier könnten überall Schamanen rumliegen.
Da liegt schon wieder der nächste Tote. Oh, zwei, drei. Boah. Das ist schwer zu überblicken. Zumal die Lichtverhältnisse jetzt nicht so optimal sind. Hier ist sogar Wasser. Kann man hier echt nicht drüber? Wirklich? Nö. Da ist wohl nix. Da sind Blumen. Gut. Wo ist das nächste Rätsel? Wo ist der nächste Schamane? Ah, die ganze Stadt ist hier zusammengekracht, offensichtlich. Nirgendwo was Verwertbares. Ach, da ist wieder so eine Pustel. Hallo? Ich mach gerade hier... Ich versuche gerade den Spirit Bark zu machen, der geht aber nicht. Das ist ja verwunderlich. Warum bist du noch hier? Ah, hier muss ich Spirit Bark machen. Warum? Dann dreht sich das linke Ding. Das muss ich da drüben wohl auch nochmal machen. Aber in der Gestalt, in der ich jetzt bin, bin ich doch gegen den Fallout anfällig, oder? Ah, scheint ihn aber nicht krass, nicht groß zu stören. Dann hier. Wir müssen aber nochmal zurückgehen. Weil ich war bisher immer nur so auf die eine Seite konzentriert. Auf der anderen Seite könnte es auch noch was geben. Ich vertraue mal darauf, dass sich das da oben nicht zurückstellt, weil das irgendwie eine gewisse Zeit nur so eingestellt ist. Und wenn doch, müssen wir es nochmal machen. Was ist denn hier? Kann ich erleuchten? Ja, die alte Geschichte von dem Berg kommt irgendein Fallout. Aber der ist ja blau hier. Allerdings sind oben auch alle tot, unten alle tot. Hm. Fuchs, du bist ein bisschen langsam. Lad dich auf. Ah, es ist Wasser, das ist das Problem. Nichts. Können wir hier hoch? Das sieht so aus. Ja. Aber hier ist auch nichts. Da geht's nicht rein. Hier sind Blumen. Lade dich auf. Ist hier wirklich kein Schamane? Das wäre krass. Das sieht aus, als könnte man... Und sollte man hier auch hüpfen. Ja. Hier oben waren wir noch nicht. Ist das auch zum Hochhüpfen gedacht? Wohl eher nicht.
Ich komme ja auch hier unten rum hier rein. Ah, Stab, okay, verstehe. Finde ich auch irgendwo den zugehörigen Kadaver? Oder muss ich den Stab bei mir tragen, um den zu finden? Schamane, wo bist du? So viele Winkel hier. Vielleicht muss ich echt den Stab dabei haben, damit ich das merke. Hier oben waren wir ja auch noch nicht. Ich muss den Stab mit dabei haben, das nützt alles nichts. Hier unten waren wir auch noch nicht. Oder? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir schon waren. Hier sind ganz viele Blumen. Wo das hier abgestimmt. Ja, unten geht es weiter. Ach, der ist da hinten drin. Da, hinterm Kopf. Hinterm Kopf, Fox. Ja, hinterm Fuchskopf, Mensch. Da ist der Schamane. Soll ich ja wirklich darüber hüpfen? Oder runter? Also ich nehme an, wenn mir hier von dem Stab aus so eine Spur aus Blüten gezeigt wird, dass der Stab zu genau diesem Schamanen gehört, den ich damit finden kann, mit dieser Spur. Jetzt frage ich mich nur, wie ich denn da runterkommen soll. So. Ah ja. Ach, ich komme da nur über diesen Sprung hierher, weil das Tor zu ist. Ah, ich verstehe. Na du? Gut geschlafen? Hm? Mach dir erstmal einen Kaffee. Und sage mir, dass du der Nächste auf meiner Liste bist. Sage es mir, sage es mir, sage es mir. Sage es mir, sage es mir. Nein! Da fehlt einer dazwischen. Scheiße! Okay. Alles zurück auf Anfang. Wir haben ja hinter uns nichts zugemacht. Wir müssen wieder dahin zurückkommen können, wo der andere Schamane ist, der fehlende. Sind wir vorhin hier lang gelaufen? War das unser Tor? Ja, das war's. Das war unser Tor. Richtig. Gut, der Schamane, der ist ja hier zwar sehr nah, aber den konnten wir ja... Achso, das war das Tor, was ich hier gesehen hatte. Ah, ich verstehe. Den konnten wir erst erlösen, als wir einmal rundherum sind. Wenn hier vorne rechts ein anderer ist, dann ist der zwar weiter weg vom Tor, aber wäre trotzdem der Nächste, den man erlösen könnte. Also der Schamane war jetzt echt der... 12 oder so ähnlich. 13. war das. Und ich suche Nummer 12. Das ist der Weg, den wir gerade kamen, ja. Ich muss ja sowohl den Stab als auch den Schamanen übersehen haben. Das ist schon gar nicht so einfach. Zumal ich ja hier drin gewesen bin, oder? Was ist denn das da drüben? Muss man da... Oh, ich weiß überhaupt nicht, wo wir schon waren. Hier sind wir vorne lang gelaufen.
Und hier waren wir drin. Wo habe ich einen Schamanen übersehen? Es gibt's ja gar nicht. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt alles gesehen. Aber es muss noch ein ganz ordentliches Eckchen fehlen. Oder oben, wo die Blumenspur war. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, dass wir da alles gesehen haben. Boah, es ist echt, es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Hüpf. Hüpf, hüpf. Aber hier, also muss man da rein? Nee. Der Stab muss ja auch mal ein bisschen weg vom Schamanen liegen. Der kann ja nicht, also die können nicht beide im gleichen Raum liegen. Das ist schon so, dass es zwei Räume sein müssten. Und durch, dann muss ich ja bei meiner Rauminspektionstour sowohl den Stab als auch den Schamanen übersehen haben. Und das ist ja dann schon fast unwahrscheinlich. Also gehe ich davon aus, dass es noch irgendwo ein Eckchen geben muss, wo ich noch gar nicht war. Oder es kann nicht hinter der nächsten Tür liegen. Das muss hier irgendwo sein. Das kann theoretisch aber auch noch weiter vorn sein. Den letzten Schamanen hatten wir draußen vor der Stadt. Das hier war der erste in der Stadt. Also wir können auch schon weiter unten in der Stadt den Schamanen übersehen haben, den nächsten halt. Puh. Keine Idee. Hinten waren wir doch, richtig? Richtig. Ach, also dann. Ich schmeiß euch mal kurz aus dem Video raus. Ist schon viel zu lang. Und sucht nochmal in der Stadt bis zu dem Tor, was wir da hinten schon halb geöffnet hatten. Nach einem weiteren Schamanen oder einem weiteren Winkel, wo wir noch nicht waren. Und nehmt euch erst wieder mit dazu, wenn ich es gefunden habe. Okay, da bin ich wieder. Ich glaube, wir haben nichts übersehen. Ich glaube, die Zählweise ist ein bisschen durcheinander. Gucken wir mal. Ich mache jetzt hier mal weiter. Okay. Alle tot? Alle lebendig? Ah ja, unten die Pestpustel, oben alle tot. Und rechts unten Geisterfuchs, oben alle lebendig und froh. Naja. Ganz leichtes Kombinationsrätsel. Da mussten wir einmal bellen. Ich habe es ja immer dreimal gebellt, weil ich diese eine Errungenschaft haben wollte, von wegen bell dich heiser und krieg die Antworten von deinem Geisterfuchs. Da waren wir gerade unten, da könnten wir zurück. Wofür es aber keinen Grund gibt. Und da ist das Rapunzeltürmchen. Stimmt's? Oh, da ist wieder irgendeine Dornenranke. Da sind ganz viele Pusteln. Da müssen wir bestimmt was wegsprengen. Spirituell. Hier? Nee. Oh, hier kriegst du wieder Probleme, ja? Oh, Hilfe. Mal kurz zurücklaufen. Ah ja, hier waren ja auch diese Pusteln. Musst du dich von hier oben weg? Ballern? Geht das hier irgendwie? Hm.
Ja, diese Puzzle sind gar nicht beseitigbar. Interessant. Das war ja gar keine Abkürzung. Lad dich auf, dann bist du ein bisschen gestärkter gegen diesen Fallout. Gehen wir jetzt hier rein, da oben rum. Da muss man eine Tür aufmachen. Kann ich hier was bellen? Nee. Ich glaube, er zeigt mir das jeweils an, wo ich was machen kann. Ja, auch nicht. Also die Tür muss aufgemacht werden. Wir müssen aber wahrscheinlich dann durch diesen Turm hier links. Kannst du da durchhüpfen? Das ist doch nicht so zu. Doch, ist es. Okay, da muss ich da wohl in Geistergestalt durch. Direkt aufmachen geht da nichts. Oh, die Wege sind weit zur nächsten Blüte, aber es ist irgendwie logisch, dass die da hinten nicht direkt wachsen kann. Ich kann ja froh sein, dass es überhaupt noch eine in der Nähe gibt. Jetzt versuchen wir es mal mit Geistergestalt durch die Donnen durch, den Turm rauf. Es ist gar nicht so einfach, das Spiel. Also. Boah, ist das verseucht hier. Da habe ich nur gekläfft. Ah, das muss ich wohl auch in die richtige Position bringen. Kann sein, dass die Kombination, die ich jetzt eingestellt habe, nicht die richtige war. Also nochmal. Doch, das ist die richtige. Das ist die falsche. Nochmal. Ich habe keine bessere Idee. Fallout, nee. Das ist richtig. Ich komme gar nicht voran. Also in dem einen Turm ist so ein Stellstein. Dann ist in dem anderen gegenüber vielleicht auch einer. Ach, da sind noch mal irgendwer. Hier, guckt mal. Lad dich mal auf. Hier kann ich mich aufladen, um dann was zu machen. Kann man hier hochlaufen? Na. Jetzt ist überall alles richtig eingestellt. Und damit geht dieses Tor auch auf. Aha. Und bleibt auch offen. Und ich habe leider nichts zum Entpustellisieren hier. So könnte man übrigens auch da hinkommen. Man muss also das nicht in Geistergestalt machen. So. Du hier vorne hast mich noch nicht aufgeladen.
Ah, es ist die, ja. Oh, ist noch einer. Okay, gut gestärkt durchs Tor. Boah, ekelhaft hier oben. Na du, Schamane? Ah, nee, war's keiner. Die meisten Räume sind halt leer. Also fast alle. Aber auch diese Felszeichnung, die man irgendwie aktivieren kann, das scheint auch irgendwie eine Errungenschaft zu geben. Da ist wieder was zu tun. Hier gäbe es Blüten. Schon mal benutzen. Für die Errungenschaft. Wenn das denn überhaupt so geht. Oh. Oh, diese roten Haufen hier. Also hier ist schon mal nichts. Auch nicht. Wo ist der nächste Schamane? Ich komme hier rauf. Da unten käme ich aber auch so rein. Das bringt mir keinen Vorteil, hier oben zu sein. Ist alles zugewuchert. Da unten war ich drin. In beiden Häusern. Hier könnte man auch hochlaufen. Oh je. Ich sehe keinen Schaman. Hier? Komme ich da zurück? Nö. Also, Schamanen sind irgendwie gerade rar. Da drin wird er wohl nicht sein. Wie soll ich da reinkommen? Das geht doch gar nicht, nee. Ah, doch hier. Oh, das ist doch wohl hoffentlich nicht dein Ernstspiel. Nee, hier geht's nicht weiter. Doch, geht's. Oh, nee, oder? Jetzt bin ich wieder hier. Nein, das nutzt mir alles gar nichts. Ich habe keinen Schaman entdeckt. Da drüben. Naja, das muss ich später machen, wenn du hier weggesprengt bist. Wo muss ich das überhaupt machen? Also ganz blöd gefragt. Also Pusteln gibt's hier genug. Aber wo ist... Ah ja, guck mal hier. Da gibt's eine Ranke. Die kommt letztlich aus der Pustel hier. Muss ich die wegsprengen? Ah ja, muss ich. Dann löse ich diese Ranke. Uprooting Darkness. Oder geht einiges weg? Ah! Oh. Das kam überraschend. Jetzt nehme ich dich mal gleich in den Mund. Ins Maul. Oh, du bist... Der ist nah. Wo ist denn der? Warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe, wird's weniger, richtig? Ja.
Das heißt, der Schamane ist da hinten oben irgendwo. Hallo? Kann ja nur jetzt irgendwo auch frei gepustelt worden sein. Müsstest du jetzt nicht anfangen zu leuchten? Hier ein wenig, aber noch nicht wirklich viel. Nee, der ist nicht hier hinten. Der ist auch nicht da vorne. Wenn ich jetzt hier in Richtung dieses Turms laufe, ist da gar nichts. Ja, das ist die völlig falsche Richtung. Also muss es... Also da, wo der Stab lag... Der ist hier oben irgendwo. Wie komme ich denn da hin? Ja, wohl erstmal nur durch die Tür hier. Mach mal weg. Wobei, das Wedeln geht ja auch so. Da geht ganz bestimmt die Tür auf. Ja, geht sie. Dann kann ich schon mal mich wieder aufladen. Ich nehme an, ich muss mit dem Stab im Maul jetzt rechts rum wieder rauf in die Nähe des Ortes, wo ich den Stab gefunden habe. Halt nur, naja, rechts rauf halt. Ja, so viel zum Thema rechts rauf. Rechts rauf, jawohl. Da hinten, unten, oben, links, rechts, geradeaus. Drunter und drüber. Ah, nee, oder? Ja doch, ach, das ist dein Kopf. Du hast deinen Kopf verloren. Naja, ich gebe dir wenigstens deinen Stab wieder. Bitte sei du der Lückenschamane. Bitte, 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 bitte sei du der, der mir fehlt. Sei ein guter Schamanöser. Ja? Bist du so lieb? Hm? Sei es, sei es, sei es, sei es. Sei es. Nein, scheiße. Ich hab schon in Lösungen geguckt, da ist es genauso. Ich weiß mir keinen Rat. Ich mache jetzt hier weiter. Ich verstehe das nicht. Er war nix. Wieder nochmal rumgelaufen überall. Da ist nichts verloren gewesen. Auf keinen Fall. Ja, schau mal, was auch nicht. Guck mal, wo ich überall rumlaufe. Wie soll man denn da einen Schamanen übersehen? Ist ja aber auch ein böser Bug, wenn der letzte... Oh, seht ihr auch, was ich sehe? Meine Fresse! Wie habe ich den denn jetzt gefunden? Ich war gerade voll am Jammern. Also da oben zwischen den Fuchsohren ist ein Stab. Ja, sind wir uns einig. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Also hier komme ich wieder hoch, das geht. Kann ich einfach die andere Seite hochklettern? Das ist doch auch nicht so schlimm. Das ist doch auch nicht so schlimm. Nee, ist es auch nicht. So. Bin ich hier. Jetzt kann ich da oben diesen Stab holen. Wendeltreppe ist hoffentlich intakt. Bist du der, der mir fehlt? Dein Besitzer ist nicht in der Nähe. Das war jetzt echt Zufall, dass ich den überhaupt gesehen habe. Das glaubt mir eh wieder keiner. Ich check mal kurz, ob der hier irgendwo reagiert.
Der reagiert auf den anderen Schamanen, richtig? Das ist natürlich doof, dass die aufeinander reagieren. Hier oben war doch der, den wir gerade erlöst haben. Das ist doof. Vielleicht doch nochmal zurücklaufen mit so einem Stab? Gesundheit! Da ist nirgendwo ein Gebrutzel zu sehen. Wo kamen wir her? Hier kamen wir her. Also damit kann ich jetzt sicherstellen, dass ich hier von bis zum Ende der Stadt definitiv keinen übersehen habe, weil ich ja festgestellt habe, dass der Stab auf jeden Schamanenkadaver reagiert. Ich renne noch mal kurz mit dem Stab im Maul die ganze Stadt ab, die wir bisher kennen, und dann kann ich sicher sein, dass hinter mir keiner ist. Kurzer Einwurf, wir sehen hier den vorletzten Schamanen. Ich stehe direkt über ihm. Und der Stab brutzelt nicht, also muss da oben noch ein zweiter toter Schamane liegen, wo wir gerade gewesen sind. Aber trotzdem drehe ich meine Kontrollrunde noch bis zu Ende. Okay, ich bin mir jetzt sehr, 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 sehr sicher, dass hinter uns in der Stadt keine Leiche mehr liegt. Aber hier brutzelt der Stab. Der brutzelte beim vorletzten Schamanen nicht. Heißt das, hinter der einen Schamanenleiche, die wir gerade erlöst haben, ist da noch eine andere? Weil anders kann ich es mir jetzt gerade nicht mehr erklären. Also hier ist nichts. Aber gehe ich hier lang? Fängt er jetzt an? Aber die haben wir doch schon. Hier ist kein zweiter, richtig? Also ich will jetzt auch nicht unbedingt diesen Stab hier verbrauchen durch einen Bug an einem Schamanen, den wir schon haben. Das ist ja der erste mit zwei Stäben, das kann nicht sein. Dieser Stab reagiert auf diesen Schamanen, aber der hat schon einen. Das ist alles ganz mysteriös. Also ehrlich, dafür kriegt das Spiel einen kleinen Minuspunkt. Dass die Zählfolge durcheinander ist. Und dass hier offensichtlich... Oder gibt es einen Stab zu viel im Spiel? Das wäre eine andere Möglichkeit. Puh, ich weiß nicht. Aber jetzt habe ich einen Schamanenleichendetektor. Ich nehme an, jetzt entgeht mir keiner. Und wenn es ganz doof ist, dann zählt die Leiche da wirklich doppelt. Gesundheit. Foxy, müssen wir hier hoch? Da oben war der Stab. Das wollte ich gar nicht. Da müssen wir nicht hin. Wenn ich unten dran vorbeilaufe und der Stab nicht reagiert, müssen wir da oben nicht hin, weil was soll da sein? Wenn es keine Schamanenleiche ist. Eben. Was ist das nächste Tor? Ah, guckt mal. Hier oben drin. Ja, du brennst heller, das ist hier oben, wirklich.
Ja, die muss, also der, das muss zu, also der Stab muss zu dem Schamanen gehören, weil wir den auch oben auf so einem Turm gefunden haben. Und zwar auf einem, na, ich sehe es ganz knapp, und zwar da überm hinteren Fuchsohr, ganz hinten, da ist der, die Stelle, wo wir den gefunden haben, den Stab. Das muss der hier sein. Das passt inhaltlich zu gut. Aber es ist auch nicht der, der in die Lücke stößt, richtig? Richtig? Du bist wieder ein Anwahrer. Ach, das ist der... Oh, ist das doof! Also, dafür bekommt das Spiel echt einen kleinen Minuspunkt. Mich so an der Fuchsschnauze herumzuführen. Ah. Jetzt müssen wir überlegen. Wir hatten außerhalb der Stadt drei Schamanen. Zwei in diesem großen grünen Tal. Eins in dieser Gruft außerhalb der Stadt. Das sind drei. Und innerhalb der Stadt hatten wir den einen, wo wir springen mussten. Den anderen da hinten und jetzt den da. Wir haben insgesamt sechs. Ach, hier sind drei Blüten. Wir hatten insgesamt sechs. Und das Kapitel hält sieben bereit. Oh, nicht runterfallen. Insofern, glaube ich, wir müssen mal durch das nächste Tor und gucken, was passiert. Jetzt müssen wir hier wieder einstellen. Das ist wieder, da müssen die wieder jubeln. So. So passt das. Und hier müssen wir tot sein. Naja. Vielleicht fehlt ja noch was. Wir können hier noch was anschalten. Das ist die bekannte Felsmalerei. Fuchsgeist im Berg oben schläft und die Stadt im Fallout ist dem Untergang geweiht. Ach, hier ist noch ein Stein, richtig. Aber ich muss das andere Ding auch noch erleuchten. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, danke. Hüpf. Und hier ist es, der Fuchs zieht mit seinem Schweif über der Stadt entlang und alle jubeln. Das sind die beiden Sachen, die wir auch eingestellt haben. Fuchsschweif jubelt der Menschen dort und Fallout tote Menschen da. Das spricht dafür, dass wir hier die dritte Kombination einstellen. Aber auch nur, wenn unten ein unbekanntes Symbol ist bisher. Irgendwas mit Mauern oder so muss da kommen. Ah ja, hier. Unten mauert ein Männchen und oben mauert auch ein Männchen. Jetzt. Jetzt hoffen wir mal auf keine übersehenen Schamanen hier. Aber nee, glaube ich nicht. Ich darf halt nur nicht ins Licht treten, falls es schon irgendwo soweit wäre. Das Licht ist eine Teleportzone. Ah, hier geht's noch ein ganzes Stück weiter. Ja. Wir können uns, glaube ich, in Ruhe hier diesen großen Fuchs anschauen, falls der was macht. Kann ich dich anzünden, also erleuchten irgendwie? Nee. Nein. Nein, nein, nein.
Dann ist dieser Platz wohl ohne Bedeutung. Muss ich oben rumlaufen vielleicht? Hier käme ich rauf. Oh, nee, komme ich nicht. Und da komme ich gar nicht hoch. Wenn ich oben gedanklich rumlaufe, sehe ich aber auch nichts. Da hinten so eine Pustelstelle, aber davon gibt es ja so viele hier. Wir können gar nicht alle Pusteln ausdrücken. Das mag das Spiel nicht. Die Pusteln müssen bleiben. Und vor sich hin eitern. Ich höre jetzt auf damit. Aber auch erst jetzt. Da oben ist das finale Tor. Aha. Mir fehlt noch ein Schamane. Ah, oder? Nein, doch nicht. Das ist der Stab, ist aber nicht. Schade. Wobei ja nicht sicher ist, dass das das finale Tor ist. Das ist ja nur so meine Idee. Ah, guck mal da. Hui. Nein. Mensch, Fuchs. Fuchs, hast du die ganze gestohlen. Wo kann die Leiche sein? Es sind zwei Tore. Aha. Naja gut, wir sehen ja anhand des Stabs, wo die Leiche ist. Ich nehme an, wir müssen einfach wieder auf diesen... Wie nennt man das wohl? Auf diese Gangway hier. Ah, das ist ein falsches Wort. Gesundheit. Ah, das ist eine Wippe. Das ist eine Wippe. Das habe ich genau gesehen. Das, ich bin gar nicht überrascht und erschrocken. Buh. Überschrocken und errascht bin ich hier. Aha. Hier dahinter. Und hinterm großen Tor dann nicht? Was passiert jetzt hier? Welches geht auf? Das da. Aber es bleibt doch nie und immer offen. Ja, das ist schon wieder zu. Ja, Problem. Ich will mal testen, ob ich hinter der Tür auch diesen Schamanenstab ablegen kann. Nein, es muss hinterm anderen Türchen sein. Dann lege ich da mal den Stab so hin, dass er dann bitte auch da bleibt. Das ist schwierig. Hier legst du den jetzt bitte ab. So. Jetzt muss der Fuchskörper wieder auf dieser Platte liegen bleiben. Jetzt geht das da auf. Ich kann mich garantiert schon auf den Weg machen, weil... Na, guck mal, da geht die Wippe gar nicht. Jetzt geht das da auf. Das ist schön, aber das löst mein Problem mit dem Stab nicht. Ja. Es sei denn, die beiden Wege führen letztlich zum... Was war das? War es immer noch die Tür da hinten? Die beiden Wege führen letztlich zum gleichen Ziel. Oder die Schamanenleiche ist gar nicht da hinter der Tür, sondern in der Nähe der Tür. Was checke ich zuerst? Ich checke erstmal, ob es hier einfach um die Ecke geht. Sah aber gerade nicht so aus. Es schien mir ein kleines Kämmerchen zu sein links. Oder?
Naja, na, bin mir unsicher. Ich will es jetzt kurz vor Kapitelende nicht vergeigen. Kann es sein, dass der Schamane hier links, rechts irgendwo liegt? Oder ich gucke einfach noch mal rein. So. Beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Hier liegt der Schamane. Wir müssen da rein. Aber wir haben doch gecheckt, dass du in Geistergestalt den Stab gar nicht nehmen kannst. Ah. Okay, es gibt hinten einen Weg. Dann habe ich den hier ganz umsonst abgelegt. So, dann müssen wir ja hier diesen Schlupf wiederfinden. Hier rauf. Ja, genau der. Dann mal los. Erhebe dich. So, jetzt haben wir in der Stadt 4 und außerhalb der Stadt 3, richtig? In der Stadt hatten wir den einen, wo man springen musste. Wie wir sind jetzt 2 mal 7 plus 1, 2 mal 7 mal 15. Wir hatten in den letzten Kapiteln 3, 2, 3, das sind 8 und 7 sind 15. Ja, ich glaube, wir haben sie alle. Wir haben sie alle, möchte ich behaupten. Huh. Jetzt müssen wir noch einen Levelausgang finden. Vielleicht hier rein? Mhm. Also hier geht's irgendwie. Oh. Hier geht's hoch. Nochmal Blumen. Müssen wir. Ah, dich müssen wir zerpusteln hier. Damit wird der eine Stein von der Ranke befreit. Und das müssen wir mit den anderen Steinen auch machen und die Steine dann mit Blau aufladen. Und dann passiert wahrscheinlich mit dem Teich in der Mitte was. Der nächste Stein wird von der Pustel da festgehalten und die ist da oben drin. Oder ist das so gedacht? Ah, noch eine Blume. Also der... Ne, das ist doof. Müssen wir wirklich da oben durch? Das ist ja halsbrecherisch. Also den linken Stein hier, den kann ich an der Pustel ausdrücken, quasi. Wo ist die denn? Hä? Muss ich da hüpfen? Ah ja, hier. Hä? Was passiert jetzt? Ach, da ist die drin! Okay, das ist aber gut, weil
Geisterfuchsi ja sowieso mehr Springpower hat. Schnelle. Ja. Ich war nicht schnell genug. Oh, das ist jetzt kompliziert. Ich sehe bei dem sich auflösenden Geist halt nicht, wann ich diesen Spirit Bark, wann ich den auslösen kann. Das ist eine Gefühlssache. Das hat gereicht. Damit ist das Ding auch befreit. Und wir holen uns erstmal wieder das Näschen voller Blütenstaub. Ja, komm. Jawohl. Überlegen. Wir müssen da oben hin. Also da über die Fuchsohren, nehme ich an. Weil von da aus, diese Ranke, bis zu der... steht. Ach, das sind mehrere. Es sind ja vier. Ach so. Ach, da müssen wir auch noch hin. Aber Fuchslein, du in körperhafter Gestalt schaffst es doch gar nicht so weit zu hüpfen, oder? Doch. Na, das geht. Wunderbar. Nur hier kamen wir halt nicht weiter. Dann ist das ja relativ simpel, jetzt hier zu landen. Jetzt hier das nächste Mal zu ballern. Dann ist der weg. Dann nochmal Blütenstaub holen oder Blütenpower. Und irgendwie dann noch den restlichen Parcours schaffen. Leider haben wir so also gar keine Blüten übrig. Es gehen nur die. Na dann, einmal rundherum. Ich muss erstmal kurz ausruhen lassen hier, damit er wieder Luft hat. Er hechelt schon. So. Ist das hier sicherer Grund? Ja. Ah, hier wäre noch was. Gut. Das habe ich kaum sehen. Ich hasse solche Parcours, wo man zu kurz springen, also zu weit springen kann. Das ist scheiße. Ich will es nicht so der Jump und Run-Fan und kein so Plattformer-Freak. Das ist mal ganz nett, aber in sehr geringen Dosen. Das hier ist eine grenzwertige Dosis. Hüpf. Meistens ist es in solchen Fällen gut, ein bisschen schräg zu springen, dass man gegen... Stunden später. Ich mag sowas nicht. Darf ich hier gar nicht abkürzen? Ja? Nein, gar nicht. Ach, scheiße. Sowas stresst mich. Und das am Ende vom Kapitel. Wo es so schwierig war, die Schamanen alle zu finden, ja? Also, will ich mal ein Like haben jetzt. Dafür, dass ich das gefunden habe, alles alleine. Ich habe zwar zwischendurch recherchiert, habe aber dann festgestellt, ich habe ein Video mir angeschaut, dass der Schamane
der dann dieses Loch gerissen hatte in der Aufzählung, dass das bei den Lösungsvideos genauso war. Da dachte ich mir, okay, dann ist wohl die Zählweise irgendwie anders. Und dann habe ich abgebrochen, weiter zu schauen. Deswegen war das alles selbst entdeckt. So, Konzentration. Ist alles nicht so schwierig. Eigentlich, war. Doch, es ist schwierig. Naja, ich muss im Grunde genommen ja einfach nur früher abspringen. Genau so. Jetzt gib ihm. Drück die Pustel aus. Mit Schmackes. Jetzt sind alle vier Steine befreit und können blau aufgeladen werden. Naja, es gibt ja keinen Fallschaden hier. Fuchs im Gebälk. Wir müssen auch nicht mehr hier hoch. Wir können uns genauso gut die Blumen hier unten irgendwo holen, wenn es da welche gibt. Nee, gibt's wohl nicht. Nee, das geht gar nicht so. Da geht's das. Genau, hier. Das Kapitel hat jetzt doch schon ganz schön lange gedauert. Also, holla. Nein, du musst hier... Genau, das musst du machen. Und die Schüttel, natürlich. Nass. Oh, ich dachte gerade, die ist verbraucht. Das hätte ich ja noch nie gesehen. Aber dem Spiel traue ich alles so mittlerweile. Ich habe jetzt aber bitte Zeit hier dafür, ja? Ich muss jetzt nicht... Oder es ist jetzt einfacher, das in Geistergestalt zu machen, weil ich dann übers Wasser laufen kann. Moment. Ja, das ist einfacher, aber... Aufladen muss ich mich vorher trotzdem. Gib alles Blüte. Also dich werde ich hier aussaugen wie keine andere zuvor. Es tut mir auch leid ein bisschen, aber du wächst halt einfach zu günstig. Komm, noch einmal. Ja. So. Jetzt leuchten alle. Was, wie von Zauberhand das Wasser abpumpt. Wow. Ist das jetzt alles? Ach, da unten ist ein Fluss. Der fließt hier durch. Naja, da müssen wir ja wohl rein. Also dieser Fuchs erlebt allmählich mehr Abenteuer als Lara Croft. Eine Wildwasserfahrt. Wer hätte denn damit gerechnet? Hui. Ich habe übrigens keinen Strahlen im Fell, ja? Nur mal so. Den Fluss haben wir vorher ja gar nicht gesehen. Hier sieht es wichtig aus. Ah.
Hier startet Kapitel 5. Heißt das, ich hätte hier gegen ein Gittergewehr hier gedotzt? Ja, okay, verstehe. Okay, gut, dann haben wir es geschafft. Wie lange habe ich denn gebraucht? Naja, so, ich weiß es nicht genau, aber so eine Stunde 45 oder so. Ist ein langes Video geworden, aber ich wollte das nicht zerschneiden. Das ist halt ein schönes Kapitel hier mit Erkundung und schöner Kulisse. Hat mir gut gefallen. War auch wieder so ein bisschen knifflig. Wobei die Hauptkniffelarbeit lag wirklich darin, dass ich mit der Erzählweise des Spiels nicht einverstanden war. Aber ansonsten war alles gut machbar. Und das bleibt es hoffentlich auch im nächsten Teil. Kapitel 5. Bis dahin.